Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Tower of Fantasy. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel noch zu laut ist, deswegen höre ich jetzt erst noch rein. Ich glaube, ich kann es nochmal einen Ticken leiser stellen. Wir spielen das gleich mit Yannick von Akadari. Der ist gerade schon in der Charaktererstellung. Der ist einen Schritt weiter als ich. Ihr merkt gerade direkt, wie weit ich das Spiel schon runtergeschraubt habe von der Lautstärke her und es ist trotzdem nicht genug. Ja, das Spiel ist momentan sehr beliebt. Ist ein Anime-MMORPG. Dachten wir, da könnte man mal reinschauen. Yannick dachte sich dasselbe, haben uns mal abgesprochen, wann, und der heutige Tag kam dabei heraus. Ja. Eigentlich können wir dann jetzt auch schon anfangen mit Yannick zu reden. Sofern der jetzt schon mit mir reden will. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier ein Spiel sein wird, wo ich vielleicht ein paar Mal öfter noch reinschauen werde, ne? Also kann ich jetzt schon sagen. Ich weiß nur nicht, ob das dann weiter im Duo ist, ob ne, ich mit anderen das mache, ob ich das solo mache, das weiß ich dann zu dem Zeitpunkt nicht. Aber mal gucken. Ich glaube, ich muss ihn echt in seinem eigenen Chat anschreiben. Hab gerade reingehört, ich kann es nochmal so 5%, glaube ich, lauter machen, aber das wird dann auch vorerst erstmal das Maximale bleiben. Da ist er ja. Hey ja. Ojo! Guter Song. Gutes Gespräch. Ja, hab's gerade auch erst angeschmissen und kann immer erst während des Streams oder während der Aufnahme reinhören, ob das jetzt zu laut ist. Also ich hab's schon versucht einzustellen. Welchen Server hast du genommen? Noch gar keinen. Also bisher steht da Eden unten. So, wo gehe ich in die Charaktereinstellung? Bei Voreinstellung, ah. Genau. Okay, jetzt bin ich auch in der Charaktererstellung. Ich habe Yannick schon Okay. angefragt, ob der mir im Nachhinein seinen Char als Bild schicken kann, damit ich ihn aufs Thumbnail packen kann. Weil das kommt ja später bei mir auch noch auf jeden Fall auf YouTube. Ich weiß nicht, wie das bei dir abläuft. Mich auch noch nicht. Warum sind hier nur Frauen zur Verfügung? Unten kannst du auch auf das Männerzeichen drücken, das so rot und blau. Erstmal gucken. Was nehmen wir denn hier? Das beliebtere Du ist hast ja wahrscheinlich die schon Voreinstellung. vorausgesagt, 1 Stunde Charakterstellung, 1 Stunde Spiel. Könnte stimmen. Naja. Und du darfst nicht zufällig drücken, dann der macht das immer komplett zufällig, nicht nur den Bereich. Das habe ich Danke für den Tipp. herausgefunden. Kein Problem, ich mache meinen Charakter zum zweiten Mal. Habe ich schon Übung drin. Im Übrigen, wenn ihr den Yannick ab und zu bei mir nicht hört, dann redet er gerade mit seinem Chat. Ah, ich weiß nicht, wann ich gemutet bin und wann nicht, Mann. Mann, ist das doof. Ich wollte gerade sagen, ich bin beim wichtigsten Part jetzt angekommen bei der Markierung. Ich brauche jetzt noch 2 Stunden. Ich mach ohne Markierung. Ich habe es endlich hinbekommen, dass er aber glücklich aussieht. Das reicht mir schon. Ne. Na, ich Eventuell muss noch die Markierung machen, Augengröße wie noch mal ein bisschen anpassen. ich muss eine Markierung machen. Ich habe gesagt, ich muss da dann bestimmt Naruto-Char machen. Der hat Markierung. Also wenn du fertig drückst, dann speichert er das ab. Dann kannst du das auch nicht mehr wegmachen, wie es Okay, scheint. also nicht importieren, sondern fertig drücken. Okay, gut. Das Importieren, damit holst du funktioniert. offenbar den du bei dieser einen Seite erstellt hast. Oh Gott, okay. Gut zu wissen. Nee, das ist so nicht. Kann Weißt du ich mal nicht auch die ruhig Stimme noch drin? einstellen? Das ist quasi die Wish-Variante, aber es besser geht halt nicht. Also, klar geht's bestimmt auch besser, aber. So? So, ich hab's geschafft. Ich bin mal fertig geworden. Bin auch fertig. Ich habe irgendwas gedrückt und jetzt bin ich in irgendeinem Hangar drin. Okay. Ich Also fertig korrigiere, ich drücken und bin dann in schließen, irgendeinem ne? Serverraum. Also fertig drücken und dann kann man schließen, ne? Wenn du Look gespeichert hast, dann ja. Okay. Oh, perfekt. Warte mal, ich mach mal so. Ich mach das wie immer. Filmsequenz, der Avatar verschwindet kurz.
Das ist eine wunderschöne Filmsequenz auf jeden Fall. Target signal lost. I can't locate it anymore. Careful. Something about this place doesn't feel right. Siehst du gerade denselben Film wie ich? Janik? Ist dir noch kein. Ich muss das Spiel einmal neu starten, weil es auf Englisch gestellt ist. Ich würde es gerne auf Japanisch. Mir ist auf Deutsch. Sprache? Reden tun wir auf Deutsch, aber Text zumindest. Ach, jetzt kann ich den Namen endlich eingeben. Habe ich nicht einen männlichen gerade erstellt? Warte mal. Irgendwie fühlt sich hier was falsch an. Ich glaube, ich muss das Spiel auch mal eben kurz neu starten, weil ich glaube, ich irgendwas falsch gemacht habe. Du musst auch den Char von den beiden auswählen, wo du die Voreinstellungen gemacht hast. Dann übernimmt er das. Was? Ich habe gar nicht. War gerade geistig abwesend, was? So. Was übernimmt er? Nach der Zwischensequenz musst du auch noch Geschlechten nach deiner Voreinstellung auswählen. Sonst kannst du nicht erstellen. Ja, genau. So, ich habe einen Ladebildschirm. Ich bin erschöpft. Das bin nicht ich, den ich erstellt habe. Aber ich kann den Avatar ruhig wieder anmachen. Oh, offenbar muss ich auf die linke Seite. Aha, habe ich für dich. Okay, ich habe schon mal Boxen rausgefunden. Das ist gut. Warum mit F aufheben? Ich bin gewohnt, mit E Sachen aufzuheben. Okay, ich stelle das Spiel gleich wieder ein bisschen lauter. Das sind diese wunderschönen Hunde aus der Zwischensequenz. Jo. Ich glaube, die haben ein bisschen zu wenig Futter gehabt. Ja, wenn die nicht Futter scheinen. Sind nicht meine Hunde. Nicht mein Problem. Du kannst doch von alle Hunde der Welt füttern. Ich glaube, die wollen mich als Futter. Ja, lass die doch ein bisschen knabbern. Ist ja das Problem nicht. Ich lass sie einfach an Sunny knabbern. Habe ich auch vorgestern gemacht. Da habe ich einfach den Ratten Sunny zu Füßen geworfen und bin weggerannt. Das ist aber gemein. So. Die Entfernung muss man noch ein bisschen. Einfach alles loswerden, was da ist. Klettere die Wand hoch. Das kriege ich, glaube ich, irgendwie hin. Du bist schon weiter als ich. Jetzt renne ich auch die Wand hoch. Haha, Shining einfach weit voraus. Ich bin es gewohnt, auf E-Sachen einzusammeln. Boah, ist die auch kalt, Yannick? Naja. Hast du auch den grauhaarigen Typen momentan? Nee, die grauhaarige Lady. Na, den anderen. Oh, es gibt zwischen. Es gibt Quicktime! Es gibt Quicktime! Okay, man kann auch nicht verkaufen, wenn man die falsche Taste drückt. Bisher habe ich keine falsche gedrückt. Nicht schon. Schön, dass der Hund genauso viel Halt hat wie ich. Ja, mit Cerberus. So, ich hab's flawless geschafft. Bin durch Xenoblade schon ein bisschen an die Quicktimes gewöhnt, zum Glück. Da gibt's auch haufenweise Quicktime-Events. Okay. Das ist eigentlich fast das ganze Spiel Quicktime-Events, also.
Reagier einmal nicht und du stirbst. Elementarmechanismen? Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Ich hab einen neuen Gegnertypus gefunden. Die können auch klettern. Böse. Wann sehen wir uns endlich? Nach dem Tutorial und nach deinem zweiten Charakterstellung, Shiny. Ja, genau. Wir haben gerade komplett für umsonst Charakter erstellt, dürfen gleich nochmal machen. Nö, wieso Co. Dann haben wir den einmal über den Server eingestellt und jetzt und dann noch, was wir eh hier, was auch wichtig ist, und dann nochmal für den Server selber. Ach, war ein Doppelsprung! Ja, klar. So. Haben diese blauen Pfeile irgendwas zu bedeuten? Okay, ich glaube, hier mache ich doch nicht bei Zwischensequenzen den Avatar aus, sonst kann ich hier alle 5 Sekunden den ausmachen. Oh, hübsche Lady auf dem Ladebildschirm. Du hast eine, ich hab 4. Ja, ich sehe meine Waifu gerade. Ja. 90%. 87 für mich benachteiligt. Ja, ich habe ihn überholt. Dafür hänge ich jetzt aber auch bei 90. Ich bin 87. Ja, jetzt bin ich auch bei 90 eingeholt. 99! 99! Gleichzeitig. So, bitte. Bitte sag, dass ich nicht nochmal durchs Tutorial muss, sonst hasse ich das Spiel. Ich habe jetzt einen anderen Ladebildschirm. Was siehst du? Über Projekt Prisma. Oh, ich muss nicht nochmal durchs Tutorial. Yannick, wo bist du? Level 2! Jawohl. Wollen wir nicht erstmal ein Team gründen? Ich bin aus dem Tutorial. Ja, ich stehe jetzt bei so einem Sieg. Ja, ich mache auch gerade unser Tutorial. Müssen wir ihn nochmal anscheinend. Nach dem Tutorial. Bist du immer noch in einem Tutorial? Ja, nach Sieg kommt noch einiges. Glaubst du nicht, dass du für das Tutorial raus bist? Wo bist du? Ich habe gerade ein Schwert aufgehoben. Ich bin bei Celine. Und warum bin ich immer noch nicht mein Char? Muss erstmal noch rausfinden. Ich will das Tutorial schicken. Bist du schon soweit? Ich sehe die Welt vor mir. Wild. Und das Mädchen, was wieder zu mir kommt. Ja, die Welt ist nicht so übel. Mann, jetzt muss ich den ganz normal von vorne machen, die Charakterstellung. Viel Spaß, Shiny. Er wird irgend so ein komisches Mädchen gerade erschaffen. Die erinnert mich an Paimon aus Genshin, die da gerade erschaffen wurde. Und gerade keine Sprache kann. Shining, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. Du musst das nicht normal machen. Und die schlechte? Du musst Charakterstellung kommen, Menü kommst du trotzdem rein. Okay. Dann musst du halt auf kannst du dann importieren. Siehst du denn schon andere Spieler, oder? Nee, so bin ich noch nicht. Ich sehe die Astra-Zuflucht. Automatischer Sprint oder manueller Sprint?
Ich nehme das automatisch, dann muss ich nicht extra eine Taste drücken. Hey, see that battleship up ahead? That's the Bethlehem. My brother said it's been here for 50 years. Sobald wir uns sehen können, gründen wir direkt ein Team. Wieso bist du eigentlich schon Level 2 und ich nicht? Ach nee, ich bin Stufe 2, ich bin nur blind. Ach, ich muss jetzt extra auf die warten, weil die so langsam ist. So, you're the one they rescued from outside? Hello, I'm here to... You don't seem to be older than Shirley. The outside world must not... Celine, let's help our newcomer get settled. Yes. Oh, was passiert da? So. Da ist jetzt Pal. Okay, Voreinstellung importiert, einfach weiter drücken, ne? Onkel Pal. Also ich bin bei Onkel Pal. Was? Pal ist im Spiel? Ja. Onkel Pal ist wieder betrunken. Mann. Ach, das kenne ich doch. Nothing like some brand new clothes, am I right? Thanks for your help. So. Geh dann dahin. Es wäre für mich noch schöner gewesen, wenn ich wirklich meinen YouTube-Avatar einfach hätte importieren können. Natürlich. Dann hätte ich dir sogar den geschickt, den ich von dir gemacht habe. Ja, bringt mir ja nichts, wenn ich einen weiblichen Charme machen möchte. Achso, doch, kannst doch das drüber packen und eine Brüste drauf. Ja, das ist der Traum meines Lebens. Ja. Ach, ich wollte das Spiel noch ein bisschen lauter stellen, weil die Charaktere so kacklang leise sind. Ich habe Probleme mit der deutschen Sprache, ich lerne sie offenbar noch. Löwetern. Sehr gut. Ach so, den meintest du, den Palu. Ja, genau, Palu. Der Bruder von Palu. Oh, eine Drohne. Irgendwann sehen wir uns, ne? Level 3, gar kein Problem. Also, was steht bei dir oben links? Bei Kanal? 54. 53. Ein besser. Hat das irgendwas auszusagen mit dem Kanal? Ja, also wahrscheinlich, wir würden uns sehen, wer auf dem gleichen sind. Boah, aller Bar von. Sie sich soll die Drohne steuern, aber gerade mache ich irgendwie gar nichts davon. Naja, dann macht er automatisch. Fanny! Sie ist beim letzten Flug in den Fluss gestürzt. Das ist Fanny. Muss man das manuell umstellen, dass man auf Kanal 53 ist, oder? Kann ich noch nicht sagen. Aber wahrscheinlich noch nicht freigestellt. Oh, Löwenzahn. Ein Löwenzahn mit einem schwarzen Kern im Inneren. Schlage auf den Samen, um den Schwarzkern zu erhalten. Okay. Ich hoffe, wir können auch noch wirklich mit der Drohne so frei rumfliegen. Das wäre lustig. Dann fliege ich erstmal überall hin. Hm. Scheiß auf die Gegner, lass fliegen. Also vom Prinzip her hätte ich gerade auch AFK gehen können. Einstellungen? Geht das auch? So. Zum Raumriss. Dahin. Ich habe das Spiel jetzt nochmal ein bisschen lauter gestellt. Freunde. Heben. Oh.
Suchen und hinzufügen. Weiß ich nicht. Du bist weiblich, ne? Ja. Ich kann dich hier gerade in der Liste suchen. Warte mal, wie hast du dich genannt? JK Akadari. JKA, großgeschrieben, dann Dari. Erstmal gucken, ob er auf die Groß- und Kleinschreibung achtet. Okay, er achtet drauf. Was? Wie war geschrieben? Die ersten drei Buchstaben alle groß, danach alles klein. Zusammengeschrieben. Hab dich! Hab dir eine Freundesanfrage geschickt. Vielleicht kann man darüber dann an einen und denselben Ort. Naja. Nach den 20 Zwischensequenzen, die ich gerade habe, sag ich, nehme ich an. Mia sagte, das einzig wahre Alkoholkonsum gefährdet die körperliche Gesundheit. Endlich jemand, der meine Meinung teilt. Jawohl. Was kann man denn hier noch alles einstellen? Den Rucksack, Lager. Achso, einfach Ingame-Käufe, die ich eh nie mache. Das ganze Zeug, was man im Tutorial eingesammelt hat, kann man tatsächlich behalten. Fusion. Gewährt 5 EP. Okay, du sagst mir, sobald wir Freunde sind. Naja. Bin noch nicht so frei. Wenn du die Gelegenheit hast, musst du nur Escape drücken. Dann geht das. Ja. Ich laufe gerade einen Jungen hinterher. Kann ich die Welt kaputt machen? Nein. Ich kann nicht einfach irgendwas hauen. Aua, obwohl ich im Flug war. Gemein. Weißt du, diese Questen-NPCs, ne, die sagen immer, folge mir. Und dann brauchen die selber 10 Jahre. Ja, klar. Wenn wir hier gerade eh warten, wie ist das jetzt eigentlich heute passiert, was ich da auf Twitter gelesen habe? Wie bin ich euer Kind geworden? Weiß ich nicht, Pai war ein bisschen horny und dann kam Sachen. Ach, Fanny ist gar nicht hier. Ach, man kann auch in der Luft das Ausweich machen. Ich lerne so viele Dinge. Easy. Folge Shirley, okay, Escape. Oh, Fanny wirkt nett. Ich rede. Oh, du hast die Freundin aus der Frage angenommen. Jetzt können wir chatten. Ich hatte so eine Nachricht, die durch den Bildschirm flog einfach. Sie ist dann 2 Tage älter? Okay, du kannst alles kochen. Ich hätte einmal einen Rumsteak mit Pommes. Oder ein Hähnchen. Geht das, Fanny? Du hast vorhin nicht in Frage angenommen. Haben wir eine Teamanladung geschickt? Oder um das? Team bei Team. Kann er nicht an? Was denn? Wie sehe ich meine Maus denn? Ich muss bestimmt irgendeine Taste drücken. Mit Alt, okay, wow. Okay, da muss man bei mir sehe ich sie durchgehend. Echt nicht. Verlassen? Nein. Okay, Anfrageliste zustimmen. Ah, jetzt sind wir ein Team? Yes. Wo bist du? Weiß ich nicht. Also wir sind ein Team, das sehen wir zumindest schon mal. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob der Kanal großartig was auszusagen hat. Ich glaube schon. So, wie funktioniert weil dieser stehen, Raum? Weil ich stehe neben dir und noch andere Kanal. Huh? So 54 bist du, ne?
Mhm. Dann geht mal 54. Ich bin gerade in einer Sequenz. Naja, aber trotzdem schon mal. Welcher Kanal ist ja schon mal ein Anfang? So, wie reparieren wir das Ding? Energy conversion filter is broken. That's all. We can just replace it. That's simple. Okay, der braucht nur Energie. Können wir nicht einfach einen der Roboter hier schrotten? Could you help me grab the new filter over there, please? I'll check on the operating. So, ich stehe hier neben Shirley. Du hast die Gruppe, glaube ich, verlassen gerade. Weil ich den Kanal gewechselt habe, wahrscheinlich, ne? Ich hab mir das vorher machen müssen. No. Neue Gruppe. Was sind die? Nee, ich bin noch dran. In der Gruppe. Laut meiner Ansicht. Ich guck gerade. Ich sehe aber, glaube ich, irgendwie was anderes. Hier steht ein Vogel. Also bei mir steht da jetzt nicht mehr der Name von dir. Oben links. Bei mir schon. Oben rechts. Ich habe rechts nochmal auf diese Flagge gedrückt. Dann ist er wieder aufgeploppt. Okay, wo bist du denn? Aus dem Ding raus. Oh, ich darf Sachen werfen. Ne, wir sehen uns nicht. Wahrscheinlich wirklich, weil das noch Plutoria-Bereich ist. Das kann sein. So, ich habe noch ein Ding reingeworfen. Ach, ich muss auch schieben. Hui. Schieben! Wow. So, wir testen jetzt was. But you can only travel from a space rift, seeing that you only have access to one space rift. I'm not sure. Okay, dann mach mal Shirley. Don't worry, I'll be fine. Ich vertraue mal, dass es der danach noch gut geht. Everything's fine. I'm here at Banshee's Port and ich glaube, das lief nicht ganz so wie erwartet. Nee, das lief nicht so wie sie wollte. Waffen. Warum kriege ich auf einmal einfach so ein Ding vor in die Nase geklatscht? Jawohl. Okay. Kämpfst du gerade auch gegen die Robos? Nee, ich habe einen Pilz angegriffen. Oh, ich kann meine Waffen verbessern. Naja, was heißt kann? Mir wird's gerade aufgezwungen. Aua. Okay, jetzt kann ich gerade ein bisschen erkunden. Wo bleibst du? Ich bin weiter als du. Also. Okay. Ich würde dich gerne finden. Dann muss mal raus aus deinem kleinen Dörflein da. Ich habe hier doch noch einen Fiesling gehört. Das war der 9. Zwischenfall. Das waren Insekten, das waren Robos. Locating system. Da noch. I was transported to Banjo's Beak. The locating system's infrastructure is really high tech. I don't think even Uncle Paul can figure it. Perhaps we can ask Franz. Franz. Oh yeah. Sieht mich nicht. Er ist Franz. He's super smart. Muss ich Franz kennen? Space Rift malfunction. Franz ist so eine Legende. Die kennt man doch. I'll leave it to you then.
brother know that we're sneaking out. Is the person you're looking for just outside of the shelter? Not much further. Come on. Also das Teamsystem, das funktioniert schon mal prima. See that huge boulder over there? The one on the other side of the Blue River. Yes, I see it. But it looks like some sort of project. Zeke said it's the entrance to a facility from the old Federation days. They have a Soleacrim system set up to disguise it as a boulder. What's in there? I don't know. Zeke doesn't allow me to get close to it. He says it's... I bet there's something super important in there. Hycros specially sent Franz here just to investigate it. Get ready. We need to get to the other side of the rip. Das wiederhole ich nicht, Sven. Was wollte Sven Unanständiges wiederholt haben? Das will ich nicht wiederholen. Der ist schon wieder ferkelig unterwegs. Oh, ich hab mir zumindest mal deinen Charakter angeguckt. Der ist ja putzig. Hab ich von einem Naruto-Char nachgebaut. Ein Kaninchen! Mein Fleisch. lecker Kaninchen. Also ich bin jetzt aus dem Dorf raus. Und seh dich halt immer noch nicht. Ich bin beim sprechenden Pilz. Willst du mit Mokten spielen? Klar. Ich bin Kunde gerade. Trifft drei fliegende Bälle. Bin befordert. Ich weiß nicht, was wir falsch machen, aber bisher sehen wir uns halt nicht. Oh, Pilze! Pilze haben Münder. Das sind Gegner! Ich will jetzt endlich meinen Kumpel sehen. Ah, da fliegen. Also der Pilz hat schon ein doofes Spiel. Tötet den Pilz. Was, wenn nicht? So here I am. We need a, there's something wrong. Irgendwann sehen wir uns. Und dann gibt's eine Feier. We were sort of thinking. Wir sind die zwei Protagonisten dieses Animes. Deconstructor? Is that the thing? Das ist ein Shonen Anime übrigens, Leute. That's right. However, this antique stuff. Will it be difficult to fix? Mein Kaninchen. Genau so verläuft der Shonen. Wir töten Kaninchen. Ja. Gibt ja den Anime mit hier. Ich habe so viele Slimes getötet, dass ich Max Level wurde. Bei uns ist es ein Kaninchen. Waren das nicht so 300 Jahre? Ja, ja, wir haben noch Zeit. Das wäre ja gerusht. Kochen. Oh, ich kann Sachen kochen. Bisschen Sachen einsammeln. Teammitglieder Akadari, warte mal, ich sehe dich auf der Karte. Ja, ich habe die auch ganz halt gesehen auf der Karte, aber nur auf der Karte. Stell Shirley die Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Nicht der richtige Element oder Feuer oder so. Wahrscheinlich. So, haben wir mal wieder ein bisschen auf die Brutzel. Ja, die Energiequelle ist im Eimer. Leitern sind ein Gegner. Leitern? Ja. Oh, ich bin bei Level 12 hier dann. Ja, passt schon. Angeblich. Okay. Belassen. Hast du Tutorial-Town mittlerweile schon verlassen? Oder? Ich bin gerade mal Kunden. Also vielleicht ist die nächste Mission auch noch so Tutorial-mäßig. Aber eigentlich habe ich es verlassen. Ich habe den Pilz gerade Insta gekillt. Erkundungsmodus, Anleitungsmodus. Ja, passt schon. Drauf da. Ja. Ich sehe dich ja auch auf der Karte. Ich guck mal.
Ich renne gerade zu dir. Oh, es gibt Fallschaden. Ja. Gleich sehe ich dich ja jetzt. Möglich. Bist du da unten? Aua. Hey, Level 12 noch zu krass. Ich glaube, ich sehe dich. Hallo, bist du das da? Komm mal hier rüber. Ja, ich sehe dich. Endlich. Ich rette dich mal, geht. Ne? Yippie. Aua. Wahrscheinlich schon Abschlag. Wir müssen verschwinden. Aua. Nein. Janik, was hast du hier angezettelt? Ich dachte, die kriegt man weg. Aber drei von denen sind zu krass. Einer von denen war machbar. Ja, egal. Oh, hier ist eine Kiste. Endlich sehen wir uns. Endlich ein Kaninchen. Viel besser. Welches Kaninchen? Genau. Ich esse es gerade. Wie machst du das? Mit Z. Haben wir sonst noch irgendwelche Emotes? Ne, danach habe ich gerade geguckt. Ich habe die Taste gefunden, um instant ins Charaktermenü zu kommen. Oh. Okay, B ist Inventar. N ist Sachen verbessern, okay. Einstellungen. Erstmal hier Sachen verbessern, je nachdem, wie man es kann. Hofrat. M ist natürlich Karte. Kiel wechseln, Archiv, Relikt. Richtig Emotes ist irgendwie nicht. Zumindest habe ich ja nicht in der Hand. Ich bin gerade auch gerade jede Taste einmal durchgegangen. Man könnte die F-Tasten durchgehen. Wo bist du hin? Nicht in Kombination mit Alt. Ich habe dich schon wieder aus den Augen verloren. Ich bin einfach ein Ninja. Muss leveln, Shining. Das ist überlebenswichtig. Du bist da hochgeklettert. Ja, klar. Sind das hat noch einen für dich übrig gelassen. Ich habe ihn irgendwann getroffen. Er ist ins Wasser gefallen, hast du ihn instant umgebracht. Oh. Das ist ja gemein. So, Level 7. Okay, wir klauen uns schon mal nicht gegenseitig den Loot, das ist wichtig. Das ist Jelle. Hallo Jelle. Hast du so einen Spieler? Was? Okay. Ich wollte gucken, ob man Streit anfangen kann. Aber muss jedes Mal gucken, wo der hin ist. Kann ich mir nicht irgendwie einstellen, dass ich durchgehend sehen kann, wo du bist? Was ist doch auf der Map? Das ist doch ein fettes P oder so. P1, P2, was auch immer. Was ist das für eine richtig fette Pflanze hier? Eine Fresswurz. Ist die mich? Was bist du für ein Level? Kann ich dich hauen? Level 5, jawohl! Die fressen Wasserkerne und spucken sie wieder aus. Was bist du für ein Level? Level 8, machbar. Push! Ich hab Krieg angefangen. Ich komme. Schade, war schon. Nice. Okay, der ist tot. Oh, hier ist eine leckere Kiste. Die geben so komische Geräusche beim Sterben. Ja. So, es hieß, die fressen Wasserkerne. Ich hab einen Eiskern, einen Steinkern. So. Passiert irgendwas bei der Pflanze, wenn wir der einen Wasserkern bringen? Weiß ich nicht.
Hast du einen Wasserkern? Nein. Er war ein Pilz! Oh, Shining! Hä? Warte, ich bring grad Pilz um. Alter, ey, der fiel aus. Wie viel hält denn der Pilz aus? Der one-hitted uns gleich kurz, wenn er ein HP hat oder so. Sehr gut. Mach mir Teambonus. Es bringt auch was, im Team zu kämpfen. So, was hast du gefunden? Trainingsanlage. Muss ich dir hinterher? Oder soll ich jetzt hier auf dich warten? Weiß nicht, siehst du, ich spiele gerade Fußball. Ich sehe dich nicht Fußball spielen. Okay, dann ist das separat gerade voneinander. Wie schieße ich denn? Ich will auch einmal Fußball spielen. Geht das nicht noch ein bisschen besser? Bei mir steht dieses Training bis heute nicht zur Verfügung. Okay. Ich kann nicht Fußball spielen. Dann erkunde ich die Gegend. Bis der wieder zurück ist. Wie auch immer mich das Material halten kann. Also ich finde, die Welt ist schön gestaltet. Das stimmt. Doch, Relikte. Jetzt muss ich auch noch mit Relikten arbeiten. Also oh, der Lüpfer! Oh, wie ein Gott! Boah! Terminal Errungenschaften? Okay, finde einen Freund! Nee, der geblockt! Oh, gemein. Ich hab die Errungenschaft, finde einen Freund. Also, okay, 8 Tore so knapp. Dafür ist die Mechanik irgendwie nicht gut ausgebaut. Mein Ball ist weg. Lass uns. Mit dem Jetpack ist man ja 10-mal schneller unterwegs. Nein, Pfosten! Da oben ist ein Vogel! Aber sagen wir, als ob der nicht zählt. Nein! Ich glaube, mit Kiste. Nein, nur 5 von 8. Na gut, Trainingspuppe gibt's draußen. Ey, mein. Vogel, ich komme! Ich komme und töte dich! Ich bin wieder da. Der Vogel war one-hit. Ist hier noch was Geiles an Items? Ey, da oben auf dem Fels ist eine Truhe. Wo ist da oben? Nicht hier. Da oben. Guck, da ganz oben. Oh, Geflügel. Flügelei. Oh, die habe ich noch gar nicht eingesammelt. Oh, wo kommt der denn her? Ja. Ja, die sind respawned wahrscheinlich, ne? So nach und nach. Hüpf, hüpf, hüpf. Das Verlücken funktioniert ja wie bei Breath of the Wild. Das ist eine Passworttruhe. Hm. Muss man erst jetzt schlüsseln. Auch gerade am Klettern. Ja. Gut, dass wir uns nicht den Weg gegenseitig blockieren können. Meinst du? Waffenbatterie benutzen. Ach, damit ich habe hier keine Truhe. Frech. Ich hatte hier eine Truhe. Das scheint mir die geklaut vor der Nase. Kann ich das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass solche Truhen dann abhängig sind von den Spielern. Dass sie nur so lokal sind. Kann zur Verbesserung von Runen verwendet werden. Ich guck mir hier gerade alles an. Easy. Wo bist du? Da unten. Ich bin irgendwo, wo Keep Out steht. Dann halte ich mich mal dran.
Ich verliere den Jungen ständig. Ja, das probiere ich. Ach, das ist eine Bombe. Ich habe mir eine Bombe ins Gesicht geworfen. Okay, was lernen wir daraus? Nicht Bombe direkt jemanden ins Gesicht werfen, der einen Zentimeter vor einem steht. Okay. Hm. Boah, warum? Ich war in dem Baum. Jetzt muss ich noch was. Ich versuche dir entgegenzukommen. Du bist immer so schnell weg. Läuft halt ein bisschen rum. Wie wechsle ich denn die Waffen hin und her? E und R war es gerade eben. Waffe 1, also Waffe 1 ist E, Waffe 2 ist Q und Waffe 3 ist R, okay. Ich habe eine dritte Waffe. Also wahrscheinlich jetzt noch nicht. Hier ist wieder eine Passworttruhe. Warte mal. Okay. Konntest du die jetzt sehen, die hier vor mir? Das warst du gar nicht. Wer ist er denn? Oder bist du ja für Spaß? Oh, hi. Schauen wir. Achso, die anderen wegmachen. Ja, ja, vielleicht nicht direkt auf den Großen gehen. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Genau. Erstmal den, die Schergen weg. Die sind easy. So, damit haben wir schon mal ein paar weg. Jetzt fehlt nur noch der Dicke. Genau. Das schaffen wir. Elementarloser Schild. Warum gehe ich in das Tutorial? Oh, das betäubt. Push. Komm, Yannick. Hau drauf. Ja, Half-Life. Let's go. Er springt. Liga für sich. Ich habe das Gefühl, es bringt mit diesen Doppelklingen mehr in der Luft zu kämpfen. Aua. Nice. Bin am Futtern. Was ist das jetzt hier schon wieder für ein Ding? Das kann man kaputt machen. Ich hab Honig halten. Da hat er die Bienen aufgeschreckt. War ich nicht. Das war Schwinden. Oh, da hinten ist aber was Lelands. Noch ein Level 12er. Easy. Schatzhüter, das klingt nach uns. Okay, man kann nicht direkt in den Schatz gehen. Habe ich genau gesehen. Aua. Masse. Hä? Achso, du bist am Futtern. Ja. Der hat mehr drauf als der vorhin. Hm. Estlevor Jünger. Keine Ausdauer. Ich hab das falsche etwas angegriffen. Oh. Mustard. Oh. Muss essen. Bin tot. Was? Mustard. Kann ich dich wiederbeleben? Nee. Schnell wieder hinrennen. Anders. Da unten. Okay, ah, daneben! Da. Ich hab Xenoblade durchgespielt, mehrere Teile. Gegen mich hast du keine Chance. Dieses Feld, was er um sich rum hatte, hat mir gerade Angst gemacht. Das ist aber frech. Muss essen! Nein, ich kann gerade nicht essen. Muss eine Abklingzeit abwarten. Warum ist die Abklingzeit davon so hoch? Oh, aus dem Radius? Oh, scheiße. Geht gerade keine Rüstung. Push, ein Push. Diese Zone meinte ich, die macht mir Angst. So, erstmal den Code eingeben.
Dunkler Kristall, Schwarzkern. Hm. Der dunkle Kristall ist eine universelle Währung. Oh, guck mal, der Honig ist wieder da. Die Bienen sind auch wieder da. War ich nicht. Anfällig für Feuer. Hast du Feuer? Ich habe einen Feuerkristall, glaube ich. Ich habe einen Feuerkern. Den kann man aber nur auf Waffen benutzen. Okay. Hm. Das sind wahrscheinlich Techniken, die wir noch lernen. Ja. Dann gehe ich erstmal wieder zum Turm, zu unserer Mission. Zum Dingens. Vielleicht kommt das jetzt als nächstes, weil hier irgendwie so ein paar Sachen sind mit Feuer. Mission war in der Richtung. Okay, ich laufe einfach hinterher. Wie, da kann man nicht rein. Ach, das war das Gebiet, wo wir gerade eben umgebracht wurden. Oder besser gesagt, du wurdest umgebracht, ich bin geflüchtet. Oh, ich habe Bay gefunden. Ist schon wieder diese Pflanze. Schon wieder ein Kaninchen. Ah, da. Oh, das ist wieder Honig. Na gut, die sind ja relativ schnell tot, die fliegen. Erstmal was kochen. Kriegst du eigentlich Erfahrung mit, wenn ich die Solo töte? Weiß ich nicht. Hab ich nicht drauf geachtet, weil ich am Kochen war. Ich habe jetzt mir ein goldenes Ei gemacht. Wo kriegen wir eigentlich Fische her? Ich weiß aus dem Fluss, aber wie holen wir sie raus? So, ich koche auch mal. Ich habe Pilze gekocht. Die heilen bestimmt am Meer. Also bisher gefällt mir das Spiel. Hm. Sehr schick bisher. So, es gibt auch noch Schöpfung. Mann, der war gar nicht da. Ach, man kann auch noch eigenständig kochen. Okay. Das hier wird doch bestimmt irgendwas Leckeres ergeben. Erfolgsrate 35%. Ich habe ein Brathähnchen erhalten. Der Versuch hat sich ausgezahlt. Bist du immer noch am Kochen? Nee, ich bin auf dem Turm oben drauf. Mir ist der weg. Das Mädel ist immer weg, bevor ich ihn gucken kann. Jawohl. Da oben leuchtet's. Ich habe 6,8% von dem Gebiet freigeschaltet, von 5. Also 6,8 von 500% freigeschaltet. Ich habe das Spiel fast durchgespielt. Homikorn. So, ich habe auch irgendwas hier. Wie geht dich ins Obergeschoss? Achso, hier ist ein Aufzug. Arigato, Sanasu. Als ob der Aufzug so winzig ist. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, der ist nicht ganz nach oben. Und jetzt? Ah. Wann mache ich falsch? Aus den üblichen Dingen. Aua! Vielleicht muss ich am Ende davon stehen? Ach, das war das Problem. Ich stand am falschen Ende von dem Ding. Okay, der Schrottbot. Hey, I'm a friend of Shirley's. She's all right. We're just trying. Er ist ein Bär. Oh, ich spiele Knallball. Gutes Vollgas-Game. Oh, ich hatte gerade so einen Lichtblitz, der über die Karte schoss. Ach, wie mit den Türmen bei Breath of the Wild. Boah, ist die Karte riesig. Wo ist der Junge schon wieder hin? Können wir nicht mal beisammen bleiben? Ich mache halt die Mission, was soll ich sagen? Kannst du nicht auf mich warten?
Das Spiel hat nicht gesagt, so Yannick, du das war. Ich hätte gesagt, hier Yannick, push. Habe nochmal mit dem Bot geredet und der hat gesagt, jetzt spring da runter und hau die Gegner kaputt. Dann hat ihn nicht viel Wahl. Soll da hüpfen? Geronimo! Bist bei dieser komischen blauen Kugel, ne? Ja. Komm ich gerade hingeflogen. Funktioniert halt echt komplett wie bei Breath of the Wild. Mit der Ausdauer. Hm. Okay, ich habe den Sturz etwas abgemildert. Ne, kannst du einen Doppelsprung kurz vor Boden machen. Dann bremst du ab. Was ist das jetzt schon wieder für eine Pflanze? In der Pflanze ist Erdöl drin. Okay, die spielen da gerade was. Darf ich mitspielen? Sieht spaßig aus, was die machen. Der Hund sieht weniger spaßig aus. Bestelle eine Waffe. Ist schon wieder weg? Auf meiner Karte wärst du hier. Also ist das so ein Kampf, den man alleine machen muss, oder wie? Ja. Na gut, sie können ja nichts. Die Donnerhellebarde habe ich bekommen. So. Bin gespannt, ob du das gleiche kriegst. So machen wir dann wahrscheinlich auch irgendwas mit Feuer. Wir müssen eine Feuerwaffe herstellen. Probiere deine neue Waffe aus. Waffen. Gefahr in der Umgebung kann, um deine Sicherheit zu gewährleisten, würde ich hier kosten Zugang zu Waffen beziehungsweise Nahkontakt für dich anfragen. Ach, jetzt kann ich wahrscheinlich auch Waffen herstellen. Der Bot macht was Episches. Er tut epische Sachen. Hast du deine Waffe schon bekommen? Nee, ich habe gerade eine Zwischensequenz, wo die Kuppe sich verändert. Ach so. So kann man jetzt jederzeit Waffen herstellen? Ich sehe gerade sehr viele Frauen. Okay, jetzt glaube ich. Ich glaube, du kriegst die gleiche wie ich. Ich glaube, die ist fix. So, und jetzt habe ich hier so eine Sequenz. Wo, glaube ich, eine zufällige Waffe erstellt wird. So. Donnerhellebarde. Ja, du kriegst die gleiche. Von okay. Echo. Kann ich noch mehr? Kann ich. Wechseln. Donnerhellebarde. Ich will aber das Schwert weiter benutzen. Ja, das ist die zweite, das Schwert ist ja die andere. Ne, nicht die Doppelschwerter, das Einzelschwert. Ja, das ist ja lame. So was anderes wahrscheinlich. Die Sequenz, die ich hier sehe, ist wunderschön. Man. Ja, das ist ja schon. Die Tür ist immer besser. Character. Cruise, keine Cruise. Ich habe jetzt nochmal eine Sequenz mit der Frau gesehen. Simulacrum aktivieren. Und ich der gute Rabatt. Ich bin im Rabattsmonat geboren. Sehr gut. Warum bin ich jetzt diese Frau? Kann ich nicht. Weil das ist quasi wie ein Skin. Du kannst auch wieder direkt entfernen drücken.
Simulacrum. Ich will nicht die Frau sein, ich will ich selber sein. Relikte. Jetpack. Okay, da kommt noch einiges. Ich bedanke dich, da kriege ich doch hin. Ah, das dann sind wir jetzt ungefähr wieder auf dem gleichen Stand. Ich muss mich auch gerade beim Bot bedanken. Das erste oder zweite Mal? Ich glaube zum ersten Mal. Okay. Also hast du noch nicht hier den nächsten Kampf gemacht? Aktiviere Sammler E01. Okay. Ja, will ich auch. I got the power source, but there's something I have to... Entscheiden! Ich hab dir keinen Speer gerade in den Rücken geworfen. Okay. Dann tue ich mal so, als wäre das so. Ja, nee, bitte, guck mal, ich hab ein Spielzeug! Ich hab ein Spielzeug gefunden! Lass das am Elektroball liegen. Ich werde Schaden dadurch bekommen. Aber. Okay. Okay, die Dry. Da hinten. Ist sie Moon? Okay. So, Sammler 2 wird nach Hause geschickt. Einfach F spammen, dann kriegt man durchgehend Sachen. Leider, Shining. Wieso leider? Leck. Wieso denn das? Weil das Spiel gesagt hat, du musst weg. Okay, achso, du hast dich gebeamt. Ja, genau. Schnellreise wurde freigeschaltet. Und ich sehe eine weitere Waifu. Hast du den Speer schon ausprobiert? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe noch keinen Kampf, wo ich gesagt habe, dass... Da muss ich jetzt austesten. Also den der 1 Move, der ist einfach nur, dass du nach oben piekst. Okay. Beziehungsweise, dass er so einen Sprint nach oben macht dabei. Du siehst gleich, was ich meine. Mhm. Ich will die Möglichkeit haben zu angeln. Fange im Fluss einen Fisch. Endlich! I hope the power source is still in. Hol dir. Ja. Einfach reingehen und holen, oder? Wow. Okay, nichts mit Angeln. Okay. Einfach angreifen, offenbar. Nee, nicht mal. Du gehst rein, schnimmst dir einen und fertig. Drückst F. Erledigt. Ist ja wirklich alles wie bei Wild. Ich habe einen Silberbarsch gefangen. Komm her, Barsch! Komm her! Ich muss eine Familie erlernen! Sie haben alle Hunger! Furchtbarer Eintopf, endlich! Wie hast du das denn geschafft? 35% nicht geschafft. Ach, du hast auch so ein Free versucht? Ja. Okay, wir nehmen einen Fisch. Also ich habe eine 70%ige Erfolgschance gerade. Okay. Ich habe Fisch, Fleisch, Mehl und Kopfsalat zusammengepackt. Furchtbarer Eintopf. Bei 70%. Perfekt. Ja, zumindest der, ne? Hacky, hacky. Look, I've already replaced
doesn't seem to be working. Oh, I know what's wrong. I found out that its internal projection device is broken, but I know what to do. See those water cores over there? We'll use one of them as our new prism. Oh, okay. Ein Wasserkern. Ach, die muss man verfüttern. So be very, very careful. Wahrscheinlich funktioniert auch das bei der Pflanze so. Finde Shirley. Push. Ich versuche gerade einen Wasserkern da rein zu packen. Da haben wir einen Wasserkern. Und das ist meine Aufgabe. Nein, glaube ich nicht. Ich habe einen Berg kaputt gemacht. So, this is what it really looks like. Shall we go inside? It's too risky. We'll be fine. Rein da, Yannick? I told you it's dangerous out here. Hast du auch gerade eine lange Sequenz? Ja. Also jetzt nicht mehr, aber hatte ich gerade, ja. There is no but. Go back immediately. Without my permission, you can't. I. Shirley! Vater und Tochter oder? I'm sorry, Shirley. She. Hey, no need for all that. It's just some sibling squabble. That being said, I'm impressed that you two managed to fix the machine. It's not my place, Zeke, but Shirley might be more capable than you think. Maybe you can. I understand. Maybe we should let her calm down a little bit. Okay, ermutigen, das kriege ich doch hin. Muss sie ermutigen? Okay, hingekriegt. Ich sehe doch selber nicht so fröhlich aus. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und natürlich auch den Yannick besuchen, der ist in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch damit dann jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!